3. Das T-Shirt sollte ziemlich eng sitzen. Man soll also jede Szene ziemlich eng sitzen. So, gehe ich vor zur Kamera. Oh mein Gott hier. Es gibt keinen, der so fresh reactet. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Ja, was soll ich sagen? Ihr seid ja immer so am Start und meint immer so, Sascha, reagier doch bitte mal auf dein erstes Video. Reagier doch bitte mal auf dein erstes Video. Und ihr habt letztens beim Ehrenpflaume-Video, ja, das ich euch hier verlinke, einen Tag mit Sascha Huber, Ehrenpflaume, falls jemand noch nicht gesehen hat, was ihr jetzt nicht glaubt, auf jeden Fall auschecken. Und da kam auch in der Einblendung vor einem meiner ersten Videos, nämlich 6 Tricks, breiter zu wirken. Ja, breiter zu wirken. Und dieses erste Video vor einigen Jahren, das wollt ihr, dass ich mir anschaue. Ah, es wird richtig cringe. Es wird cringe Level 10.000. Aber ihr wünscht das euch ständig. Also schauen wir da rein. Liebe Freunde, nicht vergessen, jeder entwickelt sich auch charakterlich weiter. Oder sollte sich zumindest. Auf jeden Fall. Ah, es ist schon auch cringe gewesen. Und muss aber auch dazu sagen, so schlecht war es dann auch nicht. Weil es war eins meiner absoluten ersten Videos und so. Und von dem her, also ich glaube, es war nicht mein absolut erstes, aber das zweite, das mein Kanal nur online ist oder so. Auf jeden Fall eins meiner absolut ersten Videos. Vorher, da ist es. 6 Tricks, um breiter zu wirken. Hier seht ihr Ehrenpflaume, Sascha, wow, fast 1 Million Aufrufe nach 2 Wochen, krass. Und da ist das Video. Hier rocke ich noch in einer alten Wohnung im Haus meiner Eltern. Die ist das Zimmer halt. Ihr seht hier relativ kleine Fenster nur, haben da unten gewohnt. Und hier noch mein Tisch, Fußballtisch, hier war das Wohnzimmer. Und hier eigentlich die Küche oder Tisch, den habe ich wahrscheinlich für das Video weggestellt. Ja? Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Auf jeden Fall, es ist einfach nur... Ja, wir schauen einfach mal rein. Wir schauen einfach mal rein, Freunde. Are you listening? Damn. Oh. Na, hallo, liebe Leute, willkommen bei... Ja, aber, cringe Level 10.000, Freunde, ich weiß, aber hey, check mal den Unterschied doch aus. Jetzt ohne Scheiß, das sieht doch echt heftig aus. Also, der Blick, was ist hier los? Lass mal lieber einen anderen Blick nehmen. So, hier, schau. Warum ziehe ich das Auge? Ey, ich komme einfach auf das Video nicht klar. Vor allem hier, die Dinge, was ich drin habe, die ihr... Plugs, die waren aber nur so Fake-Dinger, waren keine echten. Ich wollte nur mal checken, wie sie aussehen. Und ja, was ich sagen wollte, hier, check mal das aus. Hier sieht man es sehr schön. Hier, wie ich hier ausschaue. Und plötzlich, Achtung, nur weil ich das andere Shirt anhabe, 3, 2, 1, boom. Also ich finde, das und das finde ich echt einen krassen Unterschied. Hallo, liebe Leute. Richtiger Flex. Ja, richtiger Flex. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, jetzt schaut mal los. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich, die Tipps. Also, jetzt gut aufgepasst. Bei einer neuen Folge von 6 Tipps, um breiter zu wirken. Trick Nummer 1. Die Jammer des T-Shirts sollten ziemlich hoch angesetzt sein. Denn so können wir den Trizeps strategisch zum Vorschein bringen. So können wir den Trizeps strategisch zum Vorschein bringen. Ich pack's nicht. Auf jeden Fall die Mucke, die Hintergrundmucke viel zu laut, ich noch viel zu leise, aber jeder fängt mal klein an. Jeder fängt mal klein an. Wichtig dabei ist, immer den Trizeps gut zu trainieren. Denn der Trizeps macht ca. 2/3 des Oberarmes aus. Die Ärmel sollten nicht nur hoch angesetzt sein, sondern auch sehr eng. Trick Nummer 2. Das V-Neck verleiht dem Körper eine gewisse Struktur. Es verleiht die Illusion, breiter zu wirken. Trick. Die Illusion, breiter zu wirken. Nummer 3. Das T-Shirt sollte ziemlich eng sitzen. Man soll also... Jede Szene ziemlich eng sitzen. So, gehe ich vor zur Kamera. Oh mein Gott hier. Richtig schwer reinkommen. Sollte an den Ärmeln, sowie an den Schultern, sowie an der Brust... ziemlich eng sitzen. Eigentlich sehr eng. Im Bauchbereich sollte... Eigentlich sehr eng. Was? ...etwas lockerer sitzen. Es sollte nicht zu lose sein, aber auch nicht zu eng. So kann man ziemlich gut die Fettbröstchen abdecken und man wirkt dadurch etwas breiter. Grundsätzlich gilt die Faustregel. Wenn ihr normalerweise die Kleidergröße Large habt, zieht Medium an. Wenn ihr normalerweise die Größe Medium habt, zieht euch Small an. Trick 17! Trick 17! Mag zwar komisch klingen, aber genau das ist der Trick bei den ganzen Fotos von Bodybuildern und Fitnessguys. Trick Nummer 4. Ein weiterer Trick, um zu wirken, als hätte man mehr Masse, mehr Muskulatur, ist ganz einfach. Und zwar, das ist einfach ein Denkfehler.
ist ganz einfach. Unter dein T-Shirt an. So bekommst du mehr Masse. Es wirkt so nicht nur der Nacken größer, sondern auch die Brust. Ich würde empfehlen, einen Tanktop darunter anzuziehen. Höchstens aber zwei. Zwei Tanktops unter dem normalen Shirt. Ja, moin. Aber tatsächlich, das ist ein Tipp, der funktioniert. Tanktop wie dieses hier, noch ein normales Shirt drüber. Wir wicken hier breiter, Brustbreite. Wir haben hier natürlich etwas mehr Stoff. Ja. Ja. Wirkt das sehr, sehr unnatürlich. Trick Nummer 5. Grundsätzlich gilt Kleidung in einer dunklen Farbe wie schwarz oder dunkelblau, lassen einen ziemlich schlank erscheinen. Auch gemusterte Kleidung kann die Figur schlanker wirken lassen. Wie zum Beispiel Längsstreifen und längsorientierte Muster, denn sie strecken den Körper. Wir wollen aber breit wirken, deshalb vermeidet längsorientierte Muster bzw. Längsstreifen. Wenn ihr wirklich alles herausholen wollt, dann ist es auch noch so, dass matte Kleidung einen schlanker wirken lässt und glänzende Kleidung ein paar Kilos draufschummelt. Trick Nummer 6. Pump. Was ist der Pump? Was? The most satisfying feeling you can get in the gym is the pump. The satisfying to me is coming is. You know, it's having sex with a woman and coming. Also Beste Einblendung. Pump füllt sich der Muskel mit Blut und so lässt er den Muskel praller aussehen. Dieser wirkt unterschiedlich lang. Manche sind der Meinung, er wirkt nur 15 Minuten, andere eine halbe Stunde, der andere meint bis zu 2 Stunden. Das kommt immer auf das Training an und auf die individuelle Person. Aber eins ist fix, durch den Pump kann man durchaus mehrere Zentimeter dazuschummeln. So hat sich auch der Begriff des Disco-Pumpens etabliert. Kurz vorm Saufen gehen noch ein paar Trizeps-Bizeps-Übungen, Schulterübungen, ein paar Sätze Bankdrücken machen und dann ab in den Club. Aber viele trainieren auch die Beine. Was? Warum schaue ich da? Als lange die Kamera und mache einfach nichts. Was? Im Club. So, und play. Aber viele trainieren auch die Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Davon würde ich aber stark abraten, aus mehreren Gründen. Das ist aber nun ein anderes Thema. Wenn dir das Video geholfen hat, sehr geil, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Oder lass mir ein Like auf meiner Facebook-Seite da. Bis Facebook? Dahin. Ich hab glaube ich gar kein Facebook mehr. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Sascha. Ja, Freunde, ohne Scheiß. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, jetzt gut aufgepasst, hier, gutes, stabiles Like-Dislike-Verhältnis, auch die Aufruferzahlen. Mal schauen, was hier, wer ist auch 2020 hier? Ja, Tipp Nummer 7, geh trainieren. Ja, das hätte man auch dazu sagen können. Ah, Sascha in seinen alten Videos. Ja, sieht jung aus ohne Bart. Ah, endlich mal jemand, der nur Themen, die im Titel beinhaltet, anspricht. Kein dummes Gelaber und so weiter. Ja, also die 6 Tipps, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen, die funktionieren. Ja, also die funktionieren tatsächlich. Wohlgemerkt, also das macht schon Sinn, das Video. Für den einen oder anderen macht schon Sinn, wenn man jetzt ein bisschen draufpacken möchte. Aber wie es da schon, steht, auf jeden Fall Tipp Nummer 7. Geht trainieren. Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich lasse das Video auf jeden Fall online. Fühle es auf jeden Fall. Und ja, kann es sich auf jeden Fall mal gönnen. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.